Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir haben heute mal wieder ein Footdraft Battle am Start. Und zwar mit dem guten Marcel Scorpion, Scorpion Place. Was geht, Leute? Hallo. Ich möchte mich schon mal für alles entschuldigen, was ich hier gleich scheiße zusammenbauen werde. Für jeden Spieler, den ich falsch wähle, für jede Fehlentscheidung, die ich treffe. Ich bin nämlich ein kleiner Bastard. Perfekt, da bist du perfekt auf meinem Kanal, denn wir machen heute ein Footdraft. Und zwar ein glatzen Footdraft. Passend zu meinem neuen Kaiju, Avatar, was auch immer ich alles ausgedacht habe, Haaren, machen wir heute einen glatzen Footdraft. Das heißt, der am Ende mehr Glatzen in seinem Footdraft drin hat, kriegt den Gewinnerpreis, das ist Ruhm und Ehre. Das heißt aber so wirklich, ich würde sagen, es zählen auch so 2 mm rasierte Haare, oder? Oder machen wir komplett Glatze? Nö, ich würde auch sagen, so ganz Armkar-Boxerschnitt und so. Ja, genau. Und das gibt einen Punkt, da gibt noch Chemie einen Punkt und Endrating quasi. Wisst ihr Bescheid? Und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt. Du hast noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Und zwar auf Scorpion Place ist auch ein Video online gegangen. Link ist natürlich in der Video. Okay, Spaß. Du nimmst mir voll mein Elan raus, wenn ich hier rede. Das geht doch nicht. Perfekt, dann würde ich sagen, gehen wir rein. Ja, okay. Let's go, oder? Let's go, okay. So, Aufstellung. Starten wir. So, jetzt ist die Frage, weißt du, man kann jetzt hier schon strategisch anfangen. Welche Positionen spielen am meisten Glatzköpfe? So. Wenn es viele glatzen Verteidiger gibt, dann würde ich jetzt die 5-2-2-1 hier wählen, so zum Beispiel. So. Ich nehme jetzt einfach eine Formation, wo ich denke, ich kann ein gutes Hybrid bauen. Jetzt ist die Frage, Carrasco hat schon kurze Haare. Er ist auch schon sehr kurz, sehr ähnlich wie ich, aber... Lass uns doch, ich würde sagen, um es das einfacher zu machen, machen wir wirklich Glatzköpfe, weil sonst ist da viel zu viel Diskussionsfreiraum. Oh, Ribéry hat auch verdammt kurze Haare, Alter, aber das zählt nicht als Glatze. Ich hab den jetzt gerade gar nicht im Kopf. Sané hat zum Beispiel halt keine Glatze, da bin ich mir ziemlich sicher. Der mit seinem lockigen Lockkopf. Es klingelt an der Tür, ich kann jetzt nicht aufmachen, es geht jetzt nicht so. Es klingelt an der Tür. So, ich nehme jetzt Messi, sogar falsche Position, nice. So. Ah ja, scheiße. Okay, scheiße, jetzt habe ich hier Jesus, den Stürmer, ganz ehrlich, der hat eine Glatze, oder? Ja, ich weiß es gar nicht. Ich hab's gerade nicht im Kopf drin. Also Gouye hat auch keine Glatze, der hat halt leicht Köpfe oben drauf, Haare, genau, Köpfe, perfekt. Oh, ich bin gerade ein bisschen am Struggle. Oh, Valero hat aber ich habe jetzt schon aus drei verschiedenen Ligen, wenn ich den nehme. Ich. Oh, Afenadino hat safe eine Glatze, den Punkt snack ich mir. Das Ding ist, ich krieg aber keine Chemie hin, wenn ich den jetzt nehme, Alter, das weiß ich jetzt schon. Du kannst ihn auch am Ende auf die Bank tun, das ist ja der Struggle an den ganzen Hasen hier. Ja, boah, scheiße, Mann. Es klingelt schon wieder, Mann. Es hört man sogar. Ich nehme jetzt Also. Schlimmer als mein Team geht's nicht. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem eigentlich. Digga, ich habe 4 verschiedene Ligen bei 4 verschiedenen Spielern. Also ich habe bis jetzt fast nur Premier League, außer meinen Mittelfeldspieler. Und der CDB hat eine Glatze. Oh, scheiße, Ameise. Ah. Also Leute, wie gesagt, ich bin echt kein guter Squad-Builder. Oh, der Pereira hat eine Glatze und Fabiano auch. Ich habe jetzt 2 Glatzen zur Auswahl. Das ist ja Wahnsinn, ey. Also die Glatze muss nicht im Team drin sein, sondern darf auch auf der Auswechselbank sein. Ja, ne? Also ich habe jetzt schon 3 Glatzen. Ja, ich habe 2 leider nur. Ja, okay, aber... Das läuft mir nicht ganz so gut. Ich hoffe einfach, dass ich das Rating irgendwie hinkriege, weil Chemie werde ich verkacken, glaube ich. Dann nehme ich die 1,5, da versuche ich jetzt echt auf Glatzen. Boah, das ist ja hier so schlecht. Ach, Rüdiger hätte sich aber ruhig mal die scheiß Glatze hier schneiden können. Der hat so kurze Haare. Ah, Mann, Alter. Ja, ich weiß nicht, nehme ich Highest Rated. Ja, komm, den Link, das nehme ich mit. Ich habe das schlechteste Team. Ich habe neulich 185. Ich muss unbedingt erzählen, dass ich neulich 185er Footdraft geschafft habe und dann habe ich 1-7 verloren. Ja, ja. Kann man mal machen. Danilo, keine Glatze. Keine. Ist Glatze so out geworden? Gefühlt hatten letztes Jahr noch viel mehr Glatze. Ich krieg gar keinen. Die haben alle. Ich glaube, das ist vielmehr in so ein ganz kurz an den Seiten und dann oben so ein bisschen schön kurze Haare. Danke an die ganzen Swagger da draußen. So einen Robben braucht man, der so eine unfreiwillige Glatze hat. Wow, so wie mein Vater. Okay. Ey, okay. Sosa, Depay, Alter, ich zieh aber auch nur Wacken Müll. Ja, Mascherano, ich hab das wirklich, ich hab das komische Team im Universum, Alter, wirklich. Ja, frag mich mal. Also ich hab ein gutes Team, aber ich hab keine einzige Glatze und ich krieg auch einfach keinen. Ich zieh Astrid Lindgren. Ich zieh nur Glatzen, Digga, wirklich. Bei mir läuft richtig stabil mit Glatzen. Scheiße. Ich hab jetzt schon, 1, 2, 3, 4, 5 Glatzen. Allein in der Aufstellung.
Du weißt, ich hab hier Hazard, Dybala, Ronaldo, Dembélé, aber keiner von denen hat eine scheiß Glatze. Müssen wir nochmal in 5 Jahren mit denen ein Video machen. Wer passt denn jetzt hier? Keiner bei mir eigentlich. Scheiße. Okay. Rating. Also ich habe ein... Ja gut, ich spoiler mal nicht. Ich mach's mal spannend mit den Glatzen. Olassi hat halt auch keine Glatze. Der hat auch ein bisschen Haare auf dem Kopf. Und Kondogbia auch. Das ist alles... Ja, der hat aber eine Glatze. Das kann mir mal keiner sagen. Das ist schwer. Wie hast du jetzt... Also du hast wirklich reinste Glatzen. Ja, wirklich. Also wirklich Glatzen, Scheiße. Die auch als Glatzen zählen. Aber ich habe halt sonst echt ein sehr, sehr weirdes Team einfach bis jetzt. Und das ist auch echt, wird auch nicht besser hier. Nämlich hier ein höchstes Rating. Ich bin schon fast durch, ne? Mit meinen scheiß Spielern, merke ich gerade. Ich bin richtig durchgehasselt. Ja, ich bin noch nicht so weit. Ich hab keine scheiß Glatzen. Oh, nochmal CDB, auch nochmal Glatze. Aber nehme ich den mit, Alter? Ja, doch, den nehme ich mit sogar. Okay. Jawohl, ey. Oh, Hero Messi, aber der hat eine Glatze. Das kann mir jetzt keiner sagen, dass der keine Glatze hat. Ich ziehe die ganze Zeit nur Glatze, das ist so lustig. Aber ich habe diese Position, habe ich die hier? Müssen wir mal kurz schauen. ZOM, oh mein Gott. Kann man ZM als ZDM stellen? Ja, auf jeden Fall. Du kannst ja jeden Spieler so stellen, wie du willst, wenn du irgendwie mehr Chemie kriegst, ne? Ja, ich bin hier also, so langsam. Ich bin, wie viele Spots hast du noch offen? Ich bin beim letzten. Nee, ich noch nicht ganz. Fafan hat auch eine Glatze, ne? Ich nehme den hier. Ach, das ist doch... Okay, also mit den Glatzen habe ich auf jeden Fall verloren. Mit Glatzen habe ich so viele, Digga. Also ist wirklich krank. Okay, jetzt muss ich überlegen, was ich mache. Ja, dann nehmen wir jetzt Ronaldo, auch wenn es absolut nicht passt. Oder wen nehme ich denn dann? Ich glaube, ich werde diese Runde absolut sowas von... absolut verlieren. Das ist unlogisch. Aber sowas von... Mein Draft ist scheiße, ich habe keine Glatzen. Keine Glätzen. Oh, nehme ich Lopez ins Tor? Obwohl, den Torwart habe ich schon. Dann nehme ich lieber ihn für Zedon oder habe ich da? Warte mal eben. Ja, nehme ich lieber ihn. Okay. Das kann doch nicht sein. Das ist doch eine Frechheit vor dem Herrn hier. Oh, Leroy Sané hat alles andere als eine Glatze. So, ich könnte jetzt hier noch eine Glatze mitnehmen. Ich glaube, mit Glatzen habe ich eh schon gewonnen. Ich glaube, ich muss nicht mehr auf Glatzen achten. Außer du bluffst. Das wäre natürlich... Ich glaube, ich bluffe. Glaube ich auch. Die Beam ist der Bluffer. Nehmen wir den mit. Brauche ich sowieso nicht. Okay. Ja, gut. Gutes Draft ist anders, Leute. Scheiße. Scheiße. Ich habe Messi und Ronaldo. Oh, und Benzema. Das ist natürlich perfekt. Den muss ich auch nehmen. Da muss ich die Glatzen jetzt leider mal stecken lassen. Den brauche ich da vorne. Ich glaube, ich kriege ein ziemlich nices Draft sogar noch hin. Ja, mach mich runter, ganz ehrlich. Alter, ich habe echt heftige Sachen. Ich habe jetzt auch noch Bale dazu, aber ich habe da Messi. Da lasse ich auch Messi. Wobei, ich habe halt die falsche Aufstellung dafür eigentlich. Ah, was mache ich jetzt? Ne, ich nehme hier aber Varane. Okay. Ja, du hast wahrscheinlich auch noch 90er Rating World's First, wie es sich anhört, ne? Perfekt. Warte mal, und dann nehme ich hier Toni Sosa noch einen Schuss. Den Witz habe ich, glaube ich, schon 517 Mal gebracht. So, jetzt muss ich mir ein bisschen tauschen. Also, ich würde sagen, glatzenmäßig lief der Hase hier schon ziemlich stabil. Also, wenn du ready bist, sag Bescheid, dann nehmen wir gleichzeitig den Manager. Also, ich habe jetzt bei mir alles auf der Bank auch ausgetauscht. Kann nichts mehr ändern, glaube ich. So, warte, ich bin gerade noch ein bisschen. Du weißt, ich brauche jetzt meine Zeit. Wilson. Ich gönne dir die Zeit, weißt du, ich bin da großzügig. Ich bin ein Gönner. Jetzt habe ich hier für ZDM habe ich halt keinen mehr wahrscheinlich. Ja doch, diesen pack ich da jetzt hin. 71 Chemie, das ist schon traurig. Torwart habe ich doch noch einen besseren gekriegt, oder? Ich bin richtig am Verzweifeln. Ich glaube, ich habe noch nie so ein schlechtes Draft gebaut gefühlt. Boah, Mann. Hier, das der killt hier gerade. Das hier habe ich dafür keinen mehr. Hey, Mann. Ja gut, was willst du machen, ne? Ich habe hier... Ich glaube, man könnte hier noch jetzt, wenn ich mir jetzt eine Stunde Zeit nehme, würde ich hier wahrscheinlich noch was viel Besseres hinkriegen. Ich habe halt Ronaldo, weißt du, als ZOM, aber die Karte ist halt LF, so. Ja, wenn es hier mehr Chemie gibt, ich habe Ronaldo auf der Bank und er ist LF, also. Ja. Bist du bereit für den Manager? Ja, habe ich schon gemacht, aus Versehen. Achso, gut, dann catch ich mir jetzt auch den Manager. Und... Machen wir Gesamtrating, also Mannschaftsbewertung, oder machen wir, Also einmal Chemie, dann das Gesamtrating quasi, ja. Also kann ich Mannschaftsbewertung.
Kann ich jetzt nochmal kurz auf die Aufstellung gehen? Mannschaftsbewertung ist einfach Chemie und Teambewertung zusammengerechnet. Ja, okay, gut, dann hab ich verloren halt, weil ich... Warte mal, ich... Ah ja, glaube ich nicht. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Digga, ich hab keine 100 Chemie, weißt du? Ach so. Was, oh. Das ist das Problem. Und ich habe richtig wenig Chemie sogar. Und ich check nicht ja, genau... Ja, aber es gibt einmal um Chemie und einmal um Rating machen wir. Also machen nicht das Gesamtrating, sonst... Also es gibt den Punkt für Chemie und einmal für die Teambewertung. Nicht das 100 beides zusammen machen wir, das wäre sonst bescheuert. Ich ändere jetzt aber nochmal was, okay, schnell. Also in diesem Ding, weil... Gönn dir. Wir also, machen erstmal den Obvious-Punkt, würde ich sagen, mit Glatze. Ich glaube, da hast du den Punkt mehr. Wie viele Glatzen hast du? Ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich das hier tauschen kann. Nein, okay. Ich habe Glatzen, Moment. Zählt Benzema als Glatze? Wenn du mir Kondogbia lässt, dann zählt auch Benzema. Ja, okay, dann ist ja egal. Ja, okay, dann eins. Ich habe 7 Glatzen. Eieiei, ich habe 1, 2, 3, 4, 5. Tja, dann geht habe ich 1,5 Punkte. 1,5 Punkte schon mal an dich, scheiße. Chemie? Ja, 91. Da habe ich 100. Und jetzt ist der entscheidende Punkt. Was für eine Bewertung hast du? 84. Ich hab 83! Jawoll, Alter! Nein! Ey, das ist gut, das fühlt sich gerade gut an, Alter. Ja, gut. Marcel holt hier den Win. Unglaublich, Digga. Aber das war GG an dieser Stelle. Den Glatzen sei Dank halt eben. Bei mir, das Lustige ist, in der Startaufstellung ist nur eine einzige Glatze. Also ich habe jetzt auch Benzema, glaube ich, nicht mitgezählt eben. Oder habe ich, weiß es nicht. Auf jeden Fall. Ich habe 3 in der Aufstellung, ja. Aber eine. Bei mir jetzt nur Mascherano geschafft. Ja, hast du Kack am Fuß? War auf jeden Fall eine lustige Session. Wie gesagt, schau mal Marcel vorbei. Dort haben wir ein Pack Opening Battle Reno gemacht. Link ist in der Beschreibung. Wenn ihr Glatzen genauso wie ich lebt, lasst gerne einen Daumen da. Ja, ich bin gespannt, was aus meiner Frisur bald noch wird. Und dann würde ich sagen, war's das von hier für heute. Wie gesagt, Links alle in der Beschreibung. Und dann überlasse ich dem Marcel das Schlusswort. Genau. Das Schlusswort, das nehme ich gerne an. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein und ciao. Tschüss.